Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Ehrenberg, Ehrenberger Güterzüge, und zum Thema Güterzüge kommen wir jetzt natürlich wieder, denn wir sind mitten dabei, eine Strecke zu bauen, damit wir hier oben die Bretter holen können, die hier runterbringen. Wo war es gleich nochmal? Hier in den Wald, oder Blödsinn, zum Sägewerk, der Wald war da oben. Und dann vom Sägewerk mit den Brettern hier hinten hin, damit hier diese Warenfabrik beliefert wird. Ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter. Und wir werden natürlich noch kurz gucken, ob sich beim Besuchermagneten was getan hat oder ob wir da nochmal was ändern müssen. Wir sind hier stehen geblieben. Jetzt, ich frage mich nur gerade, warum haben wir das eingleisig gemacht? Ich hätte das hier eigentlich gerne zweigleisig. Wir müssen ja nicht auf die Straße Rücksicht nehmen. Also von daher, man lasse mich mal kurz den Bagger benutzen. Wird das hier nochmal kurz gekappt. Und das können wir eigentlich stehen lassen. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Ja, das kommen wir. Aber da kommen wir hier nicht dran vorbei. Das heißt, wir müssen hier nochmal kurz eingreifen. Die Straße kappen. Und das hier nochmal schnappen. Dann gibt es da eine schöne Weiche. Weil ich möchte primär nicht allzu viele Züge hier drauf haben. Doch, das geht aber, glaube ich. Sondern lange. Ne, ist die falsche Seite. Kann es denn wahr sein? Moment. Haben wir gleich. Krümmung zu groß? Ach, echt? Moment. Kappen wir nochmal. Nicht, dass das jetzt hier Probleme gibt. So. Doch, das geht. Gekauft. Hier runter. Jetzt müssen wir hier kurz kappen. So, kappen das auch nochmal. Ist einfacher. Jetzt ist die Straße eh weg. Jetzt können wir da auch gleich noch was machen. So, da rein. Ja, und das geht nicht, weil das im Prinzip das längere Stück war. Das war jetzt nicht so clever. Kappen wir auch nochmal. Kappen das nochmal. Dann geht es nämlich jetzt, sobald ich das Gleis habe. Zack, da rein. Mitkommen, hier runter. Und jetzt funktioniert das Ganze auch. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Straße nochmal rüberbringen. Welche ist eigentlich relativ egal, wobei es könnte eigentlich auch die hier sein, welche dazugehört. Genau, das wäre nämlich die. Ja, das klappt eigentlich relativ gut. Okay, gekauft. Die hier nochmal kurz verbinden. Wo bist du stehen geblieben, beziehungsweise gekappt worden? Ja, passt doch auch. Perfekt, sehr gut. Hier vielleicht noch kurz einen Bahnübergang schaffen, den vernünftigen, nämlich mit Schranke. Damit hier nichts passiert. Ja, sehr schön. Das ist jetzt also die neue Einfahrt hier in Richtung Ehrenberg. Gefällt mir eigentlich relativ gut. Okay, das hätten wir. Die Weiche haben wir noch nicht. Deswegen kommen wir kurz zum Thema Weiche. Da machen wir, würde ich vorschlagen, normales Gleis. Gefällt mir einfach immer wieder relativ gut. Sieht halt, wie gesagt, ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Folge schon gesagt oder wollte ich das sagen? Aber auf alle Fälle ist es halt so, dass das ein bisschen so aussieht, als wäre das dann ein Gleis, was man nicht modifiziert hat, also nicht verbessert hat. So, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Oder ich weiß eben nicht mehr, wollte ich es sagen oder habe ich es gesagt? Schwierig. Oder habe ich es im Stream gesagt? Das kann natürlich auch sein. So, Signale machen wir dann später. Das ist in Ordnung. Und jetzt sind wir hier bei dieser Brücke stehen geblieben. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wollen wir grundsätzlich eigentlich machen? Ich würde sagen, hier in Richtung Autobahn, dass wir der Autobahn folgen. Und dann... ja, vielleicht hier mit einer Kurve rüber und hier in dieses Gleis rein, beziehungsweise an dieser Brücke hier andocken. Dann wären wir hier oben, hier um die Kurve rum und da den Bahnhof rein. Das finde ich gar keine schlechte Idee, das würde ich mal so machen. Also gucken wir mal, kommen wir hier zur Autobahn hin, ohne dass wir massiv Tempo einbüßen, weil ein bisschen Tempo brauchen wir eben doch auch noch. Ne, das geht nicht. Was geht ist, ja, dass wir hier unten durchgehen und dann hier andocken. Okay. Dann gibt es ja noch eine unmotivierte Brücke. Die möchte ich nicht, weil hier ist nichts drunter. Und die ist mir auch zu wenig hoch. Das sieht nicht wirklich gut aus. Machen wir mal. Moment. So, dann hier andocken. Das wäre plus minus so mit 100. Das ist in Ordnung. Kann man, glaube ich, machen. Gehen bis hier hin. Und machen dann hier wieder die Kurve in die Richtung mit 130. Das ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob das reicht, um da noch auf eine Brücke raufzukommen. Deswegen baue ich das noch nicht bis zum Ende hin, sondern hole mir erst das zweite Gleis. So, das sollte ja eigentlich problemlos funktionieren, dass wir hier unten durchkommen. Und das funktioniert auch problemlos. So, hier die Kurve noch hier vorne. Und dann sind wir eh schon hier unten.
Ja, hier unter der Brücke durch. Das ist in Ordnung. Hier noch ein bisschen der Autobahn folgen. Wisst ihr was? Jetzt bevor wir weiterbauen, weil ich hier gerade die Autobahn sehe, möchte ich mal schnell gucken, ob sich der Besuchermagnet hier hinten nicht doch schon irgendwie bemerkbar macht, indem wir hier Privatverkehr haben. Wenn man hier guckt, nö. Aha, okay, warum das? Ich weiß es auch nicht. Normalerweise sollte das schon funktionieren. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen Geduld haben. Wobei, hier ist ein Privatfahrzeug unterwegs. Was macht der? Der fährt eigentlich nach da hinten. Das ist schon mal nicht grundsätzlich falsch. Ich würde sagen, wir modifizieren das Teil hier noch mal ein bisschen. Dass wir das noch ein bisschen, ja, hochstufen. So, zack. Wir machen mal 8 und dann versuchen wir es mal mit der Industrie. Machen anwenden. Jetzt ist das Teil gelb wegen Industrie. Und beobachten das weiter. Gut, ich brauche mein Gleis wieder. Ich möchte da noch Richtung Bahnhof kommen. So, Gleis. Wo sind wir stehen geblieben? Moment, Moment. Man müsste die Übersicht noch haben hier unten. Hier wollten wir auf eine Brücke rauf. Und jetzt würde ich gerne irgendwie so eine Kurve darüber haben. Mal schauen, ob das klappt. Wir machen das mal bis hierhin, würde ich vorschlagen. Ich würde vielleicht sogar gucken. Moment. Wie sieht das denn aus mit einem Damm? Es ist ja doch ein Güterzug. Hier unten haben wir auch ordentlich Züge. Das sieht, glaube ich, schon nicht schlecht aus, wenn wir hier einen Damm haben. Jetzt finde ich ihn wieder nicht mehr. Doch, da ist er doch. Und dann mit einer Kurve darüber. Ist das das richtige Gleis? Doch. Wir bauen das mal. So, jetzt mal gucken. Hier rüber. Und dann natürlich nicht mit Damm, sondern mit der entsprechenden Brücke. Ja, das sieht eigentlich soweit okay aus. Dann könnte man da vielleicht sogar ins Gleis rein. Wir bauen das mal. Ich hoffe, das funktioniert dann mit dem anderen Gleis ebenfalls. Dann würden wir hier andocken. Okay. Schütten das noch auf. Das sieht besser aus. Oder, Moment, nee, wir gehen nochmal auf den Damm rauf. Wenn wir auf der anderen Seite den Damm haben, machen wir den hier natürlich auch. Kaufen wir mal. Ja, ist doch eigentlich relativ cool. Jetzt ist die Frage, ob wir hier halt mit dem zweiten Gleis noch rüberkommen. Oder ob wir da irgendein Problemchen kriegen. Ne, das funktioniert prächtig. Sehr schön. Mitkommen und da vorne geht es dann in die andere Brücke rein. Das funktioniert offensichtlich auch so, wie es aussieht. Moment, ich muss es hier noch ranhängen. Irgendwas stimmt nicht, deswegen geht es nicht. Das müsste schon gehen. So, bauen wir es mal bis hier hin. Ich möchte auch fast zu schnell das Ganze haben. Man muss sich schon auch ein bisschen Zeit lassen. Das Spiel sollte ja auch verstehen, was man will. Und das kann ja vieles sein. Kann ja sein, wir wollen hier oben drüber, wir wollen hier unten durch. Das ist fürs Spiel nicht direkt klar. Okay, wir müssen über die Straße rüber. Mal gucken, ob das funktioniert. Wow, hier möchte ich aber nicht an der Schranke stehen. Das muss ich dann auch noch sagen. So. Okay, stehen wir ja aber auch nicht. Wir haben da keine Lastwagen, nix. Von daher ist das schon in Ordnung. Wenn wir das jetzt so machen und da reingehen, was haben wir dann? Dann haben wir das genauso, wie wir es wollen, dass das geteilt wird dort. Nehmen das zweite Gleis mit. Und jetzt frage ich mich schon, wie wir hier wieder rauskommen. So, das funktioniert. Perfekt. Da haben wir noch Kollege Ciruno, der daherkommt. Gleich mal noch kurz betrachten. Wenn man baut, dann braucht man auch ab und an mal wieder ein Päuschen. Und das kann man hier bei diesem Spiel natürlich am besten machen, indem man mal kurz bei den Zügen vorbeischaut. So, der Damm, finde ich, sieht relativ cool aus. Vielleicht noch ein bisschen bemalen hier dann. Und jetzt sind wir hier oben. Und jetzt würden wir gerne von hier nach da. Jetzt fällt mir gerade auf, es wäre wahrscheinlich fast am einfachsten, wir würden hier wieder zurückfahren. Wenn wir hier so lang gehen, hier über die Brücke rüber, hier lang, hier rüber und dann hier eine Kurve raus. Dann sind wir nämlich fast schon da. Dann haben wir hier noch die Autobahn, da zwei Gleise. Weil das Problem ist, wenn wir hier unten aus der anderen Richtung kommen, also sprich hier rausgehen, dann können wir hier zwar andocken, ja, würde zwar auch gehen. Wir haben hier auch eine Eisenbahnbrücke, da könnten wir hier vielleicht sogar noch so rüber, aber dann haben wir hier nochmal Gleise und Zeug und Sachen. Wir müssten hier auf eine Brücke rauf und kommen dann da vielleicht wieder nicht mehr ins Gleis rein. Der einfachere Weg wäre definitiv hier zurückfolgen. Da müssen wir hier aber noch mehr Gleise machen. Würde ich vorschlagen, weil ich möchte dann nicht, oder wir könnten natürlich auch eine gemeinsame Gleisnutzung machen. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen zuerst mal eine Weiche. Wenn wir die haben, können wir weiter überlegen. So, einmal Weiche. Und passt. Gut, Signale fehlen natürlich noch, die machen wir dann
wenn alles fertig ist. Also, wenn wir jetzt hier daher kämen, wir würden zum Beispiel dieses Gleis nutzen, dann könnten wir mit dem zurück, dass wir hier halt tatsächlich eine gemeinsame Gleisnutzung haben für einen gewissen Moment. Das Ganze wird dann eher, ja, wie soll ich sagen, halt ab und an mal stehen. Und das muss eigentlich auch nicht sein. Wir könnten auf der anderen Seite einfach dieses Gleis nutzen. Dass wir die Weiche früher machen und dieses Gleis hier nutzen. Ja, wisst ihr was, das machen wir. Also, dann kommt hier die Weiche nochmal weg. So, die Weiche gibt es dann hier oben. Mal gucken, ob es klappt. Jawohl. Und dann können wir das nämlich jetzt so machen, dass das hier zweigleisig wird. Moment, ich hätte gerne ein schnelles Gleis, ist allerdings im Bahnhofsbereich relativ egal. So, hier machen wir das so, dass wir da andocken. Okay, und jetzt nochmal überlegen. Wir würden hier dann rechts sein. Und hier wären wir dann, im Prinzip, wenn wir zurückfahren und Holz holen, wären wir in die Richtung unterwegs und sonst hätten wir Gegenverkehr von der anderen Linie. Das ist eigentlich genau das, was ich nicht möchte. Das heißt, das müssen wir irgendwie anders lösen. Wir müssen hier nochmal ein Gleis haben. So, dann haben wir nämlich Ruhe. Okay. So. Aber die Weiche lassen wir jetzt trotzdem da, wo sie ist, damit wir eben hier wirklich auch in Ruhe hier rein können. Dann ist im Prinzip das Gleis von hier bis hier. Das wird dann nicht mehr belegt sein, das ist ganz klar. Oder wir könnten natürlich mit der Weiche auch noch mal ein bisschen weiter nach hier vorne gehen. Machen wir mal. Moment, das lohnt sich nämlich schon. Sieht dann auch besser aus. So, dann können wir dich hier auch noch mal kappen. Okay, kommt hier rein, wechselt darüber. Dann haben wir hier noch diesen kleinen Bereich, der dann sozusagen nicht genutzt wird. Das ist in Ordnung. So, wir nehmen das Gleis. Ja, jetzt wird es hier noch breiter. Das ist noch schöner für die Leute, die hier lang wollen. Oh, okay, noch ein Gleis geht nicht. Wisst ihr was, wir tun denen was Gutes. Wir reißen die Straße mal ab. Wir machen hier eine Brücke, weil das ist einfach tatsächlich zu viel des Guten. Ja, 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 hup, hup, hup. So, okay, das hier müssen wir noch kappen. Das hier müssen wir noch kappen und jetzt gibt das eine Brücke. Weil, ja, ich möchte da nicht warten müssen. Da ist eine Brücke 10-mal schöner. Zumindest für die Leute, die eben hier lang wollen. Das ist allerdings komplett die falsche Straße. Ich würde mal sagen, wir nehmen die hier. Machen die mal da rein und machen das mit M. Und haben dann das als Ergebnis. Gerne mit einer anderen Brücke. Ja, gefällt mir. Schnapp ich mir gleich. Okay, die werden es uns danken, die Leute, die hier nicht an der Schranke stehen müssen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich wohne in der Stadt, wo wir Schranke an Schranke haben. So, wollen wir hier rüber? Ich glaube, ja, das war eigentlich schon die Grundidee. Oh, jetzt hätte ich natürlich vielleicht noch warten können mit der Brücke. Ja, genau, weil hier natürlich die Gleise erstmal durch müssen. Deswegen kappen wir das nochmal schnell. Machen hier die Gleise, die wir brauchen. Und dann können wir die Brücke nochmal kurz bauen. So, Straße. Von hier nach hier. Mal gucken, ob das klappt. Das gibt eigentlich auch... Ja, genau wieder das, was wir abgerissen haben. Da werden einfach die Pfeiler neu gesetzt, hier unten. Jetzt sind sie ein bisschen weiter hier hinten, weil hier eben Gleise im Weg sind. Okay. Hier rüber. Da eigentlich auch noch rüber. Das heißt, wir docken hier tatsächlich nochmal gesamthaft an. So. Einmal um eine Kurve rum, einmal über die Brücke rüber. Und hier unten rein und schon funktioniert. Wunderbar, jetzt haben wir hier aber einen Koloss von Brücke. Cool, gefällt mir. Ich mag Brücken. Hier geht's rüber. Aha, hier geht's aber nicht so rüber, weil das funktioniert nicht. Okay, dann machen wir das anders. Ich habe es fast befürchtet, dass das ein bisschen zu viel wird, wenn es hier mit einer Kurve hier rüber geht. Das kann dann Probleme geben. Aber wenn wir hier gerade rüber gehen, mal schauen, ob das nicht funktioniert. Brückenpfeilerkollision, Brückenpfeilerkollision. Ja, funktioniert offensichtlich nicht. Okay, ich gucke mal nochmal schnell innen durch. Nee, das kann nicht funktionieren. Da haben wir die Gleise im Weg. Und so wird es bis zu einem gewissen Punkt wird's allerdings funktionieren. Bis hierhin. Wir können das natürlich immer so bauen und gucken, ob wir rauskommen. Ja, das geht dann. Ist ja interessant. Okay, nochmal die Höhe ein bisschen korrigieren. Bauen wir mal.
Jetzt sollte man das hier eigentlich auch zusammenfügen können. Können wir. Wir brauchen hier hinten das andere Gleis. Wo bist du? Das ist schon weiter vorn. Moment, oder habe ich jetzt das falsche Gleis erwischt? Ich habe das falsche Gleis erwischt. Hurra! Dafür haben wir Kollege Bagger. Wir müssen mit dem natürlich hier rein. Aber das funktioniert auch. Und hier gibt es wieder ein Problemchen. Okay, wie gesagt, es ist ein bisschen viel, wenn man hier so krumm rüber geht. Vielleicht bis hierhin und nochmal gucken. Und sonst müssen wir die Brücke halt anders gestalten. Wobei, guck mal, hier war eine Stelle. Da hat es eigentlich geklappt mit der Brückenpfeilerzuweisung. Ja, doch. Das funktioniert. Zack. Manchmal muss man einfach ein bisschen, ja, probieren. Weil da werden immer die Pfeiler wieder neu berechnet. Und wenn irgendwo eine Stelle ist, wo es dann funktioniert, dann hat man die Stelle gefunden. Das ist eigentlich relativ einfach. Manchmal geht es natürlich auch schlicht und einfach nicht. Okay, hier eine Brücke rüber. Güterzug. Ja, sollen wir hier einen Damm machen oder eine Aufschüttung? Sieht dann ein bisschen besser aus, weil hier hinten ein Damm ist. Ich schaue mal schnell, wie das aussieht. So, das wäre die Aufschüttung. Die ist okay. Und Kollege Damm wäre dann so. Gefällt mir eigentlich besser. Zumal hier ist eine Autobahn. Das passt doch eigentlich fast wie die Faust aufs Auge. Nehmen wir mal. So, dann hier zurück. Und jetzt hier natürlich wieder mit der Brücke rüber. Damit da unser schöner Lastwagen nicht belästigt wird. Wäre dann so. Machen wir auch. Und jetzt hier hinten werden wir nochmal ein bisschen Höhe gewinnen müssen. Damit wir da vorbeikommen. Oder wir gehen unterirdisch lang. Wir machen hier mal eine Kurve. Ne, da machen wir doch auch nochmal eine Brücke, würde ich sagen. Allerdings hier dieses Aufgeschüttete gefällt mir eigentlich relativ gut. Wir machen das mal so. So, jetzt müssen wir es einfach testen, wie wir es am besten machen. Ganz klar. Jetzt hier lang gehen und wieder Höhe gewinnen. Müssen wir doch jetzt hier irgendwie so rüberkommen. Und dann hier halt, zack, einmal eine scharfe Kurve machen. Ja. Kollision, Kollision, so wird's gehen. So geht's dann wieder nicht mehr. So geht's auch nicht. So wird's gehen. Müssen wir halt, ja, das Ganze im Prinzip in zwei Teilen machen. Wie finde ich denn das? Jetzt rein von der Optik her? Nein. Gefällt mir nicht. Wenn ich weiter runter gehe, dann haben wir da schon ein Problem. Das müssen wir anders lösen. Ein Tunnel wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir runtergehen. Sehen wir halt den Zug nicht. Das ist immer ein bisschen das Doofe. Und wo gehen wir rein? Ich würde mal sagen, irgendwo hier vorne. Hier gibt es ja eh noch ein kleines Gleisvorfeld. Machen wir mal so. Und so. Und dann werden wir hier je nachdem mit Weichen arbeiten. Ganz klar. Nicht nur je nachdem, sondern das werden wir. Und ich würde eins von diesen drei Gleisen hier eigentlich dann verwenden. Beziehungsweise sind natürlich sechs. Aber die gehören ja dann irgendwie zusammen. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Ich denke, eine Brücke wäre schon am cleversten. Wenn wir hier das Ganze mal so machen. Aufschütten. Und hier ein bisschen eine Kurve. Ja, nee, dann müssen wir da. Wir müssen tatsächlich hier so lang, hier so rüber, damit wir da noch reinkommen. Oder vielleicht sogar so, dass wir ein bisschen zurückgehen und Schwung holen. Mach das mal. Wenn wir jetzt hier so rüber gehen, ja, dann klappt das sogar auch. Aber da reinzukommen, das wird jetzt schwierig. Vielleicht doch einen Bogen machen und da hinten dann rein. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Weg. Ja, von der Brücke her finde ich es cool. Ich glaube, ich muss das gar nicht testen. Das, doch, das funktioniert sogar. Okay, Moment, funktioniert es da rein auch? Jawohl, das funktioniert sogar überall rein. Ist ja sensationell. Gut, ich brauche aber zuerst noch das zweite Gleis. Um zu gucken, ob das eben auch klappt. Und das klappt tatsächlich ebenfalls. So, das wird nicht gehen. Jedes Mal, wenn ich sage, das wird nicht gehen, geht's. Faszinierend. Machen wir hier aber tatsächlich die Aufschüttung oder, ihr ahnt es, wir gucken mal nochmal schnell wegen dem Damm. Ja, hat natürlich schon auch was. Es ist ein Güterbahnhof. Ich würde hier glatt nochmal den Damm installieren. So, zweites Gleis hier runter und perfekt. Dann hier gerne die Weiche. Okay, wir müssen dann mit den Waren hier natürlich auch weg. Aber bevor wir das müssen, müssen wir kurz gucken, wie wir das dann noch machen mit Stahl oder Baumaterial. Weil das muss auch noch hier abgeliefert werden.
Sonst wird das nicht funktionieren. Werden wir jetzt gleich schauen. Jetzt machen wir aber zuerst unsere Züge. Würde ich vorschlagen, und dann werden wir uns mal natürlich noch reinsetzen. Also, dann gibt es zwei neue Linien. Das wäre, oh, in grün sogar mal die Farbe der Hoffnung. Das wäre von hier oben, einmal hier runter. Die Signale fehlen noch, ich weiß. So, das ist Linie 1. Das sind die Baumstämme. Ah, Caps Lock. Moment, nochmal zurück. Man sollte auch gucken, was man schreibt. Baumstämme für, ja, im Prinzip Köln. Das ist schon der Raum Köln hier. Okay, das hätten wir. Dann brauchen wir nochmal eine neue Linie. So, und die geht von hier nach da hinten. Und das wäre dann Bretter. Bretter für, ja, das ist dann eher Lüdersburg da hinten. Lüdersburg. Okay, haben wir auch. Wir brauchen ein Depot. Ich würde das hier unten machen, oder? Ja, vielleicht sogar hier vorne, weil das gibt hier den größten Bahnhof, dass wir hier nochmal ein relativ großes Depot hinstellen. Vielleicht sogar hier. Und dann hier mit den Gleisen reingehen oder von hier aus in die Gleise reingehen. Ich würde das hier hin machen. Wobei wir müssen aufpassen, hier gehört dann natürlich, je nachdem, auch noch ein LKW-Port hin. Der muss auch noch ein bisschen Platz haben und die Straße müsste dann auch noch Platz haben. Dann wäre das Depot hier hinten eigentlich sinniger. Oder wir machen hier eins hin und gehen so in die Gleise rein und kreuzen hier im Prinzip das Ganze. Dann kommen wir aber in die Gleise nicht rein. Nee, alles irgendwie nicht wirklich ideal. Wie sieht es denn hier nochmal aus? Hier hat nur auch Platz. Hier würde ein Depot auch gut aussehen, aber ich möchte tatsächlich das Depot hier hinten, wo wir diese vielen Gleise haben. Das macht, denke ich, wesentlich mehr Sinn. Depot. Warum nicht wieder mal, das haben wir schon länger nicht mehr benutzt, nicht das hier, aber das ist natürlich auch cool. Ich wollte eigentlich das hier haben mit ganz viel Länge, wobei das ist zu lang. Das ist wieder ein bisschen zu kurz. Oberleitung, zweite Ausfahrt, nein, machen wir mal. Gleistyp machen wir normal. Das würde ungefähr passen. Was mir jetzt hier nicht so gefällt, ist, dass wir so ein bisschen auf einem Hügel sind und hinten geht so runter. Wobei, das ist beim Bahnhof eigentlich genau gleich. Das kann man tatsächlich machen. Und wie kommen wir da ins Gleis rein? Ich weiß auch nicht. Ich gucke gleich. So, ich baue wieder ein Depot, wo ich nachher nicht ins Gleis reinkomme. Mal gucken. Hier raus. Das wäre bis hierhin, denke ich, schon mal okay. Deshalb mit einem Bogen. Hier haben wir hier rauf. Das müsste dann aber nicht unbedingt ein Damm sein, weil dann ist natürlich Feierabend mit diesen Teilen hier. Kommen die da noch unten durch? Ja, sonst müssen wir hier halt mit Gleisen arbeiten. Mit Weichen. Weil der Punkt ist, wir müssen hier auch nicht mehr allzu weit rumdüsen. Lüdersburg. Wir müssen natürlich mal gucken. Hat denn Lüdersburg? Haben die Waren? Nein. Hat Köln Waren? Wahrscheinlich nein. Ja, da müssen wir da doch noch lang, aber da würden uns 4 Gleise reichen. Also könnte man das tatsächlich so machen. Und ich finde es von der Optik her eigentlich relativ cool. Wir sind dann aber auf der falschen Seite. Das muss man natürlich auch sehen. Weil wir müssten eigentlich... Es sind ja eh 2 Linien. Wir müssen 2 Depots machen. Lasst uns das doch mal machen. Wir können hier ja immer noch eine Änderung machen, wenn es dann irgendwie tatsächlich doch nicht so das ist, was wir wollten. Ich denke, dem Bahnhof selber tut's gut. Okay. Gut, jetzt aber eben. Das wäre dann die eine Linie, die hier hinführt. Jetzt haben wir natürlich hier oben noch was. Und da machen wir auch noch ein Depot hin. Allerdings nicht so eins, was jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, wie da unten mit Brücken und so weiter in den Bahnhof reingeht. Und da machen wir irgendwie was Knuffiges, Kleines. Warum nicht das Teil? Oder, ja, Moment, hier hinten haben wir auch noch welche. So, irgendwie da was in der Richtung. Einmal drehen. Hier ein bisschen genauer hinhängen. Ein bisschen mehr Gleis gönnen. Und in Ordnung. Ich denke, das sollte problemlos funktionieren, dass wir da reinkommen. Ja, das tut es auch. Moment. Zumindest hier kämen wir rein. Dann müssen wir da nochmal eine Weiche haben. Das müssen wir anders machen. So, wir gehen hier raus. Geht halt leider auch nicht. Da ist die Krümmung zu groß, die Steigung zu krumm. Und sonst noch alles Mögliche. Das würde klappen. Okay. Dann kämen wir da rein. Das müsste eigentlich auch funktionieren. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Jawohl.
So, das gibt hier eine Weiche, ganz einfach. Dann kriegt er zwei Signale. Einmal hier, in Ordnung. Und jetzt kriegt der Rest der Strecke natürlich noch seine Signale. Sonst vergessen wir die am Ende dann tatsächlich noch. Ich würde das hier hin machen, damit die Straße nicht belastet wird. Dann gibt es ein Gegensignal. Das wäre hier unten. Da wir relativ lange Züge machen, mache ich jetzt hier natürlich nicht 10.000 Blöcke hin. So, sondern eher ein paar weniger. Machen wir hier mal noch einen Block. Dann geht das hier rüber. Und dann sind wir hier eh schon hier vorne. Das wäre dann einmal zack hier und noch ein Gegensignal. Jetzt muss ich aber das richtige Gleis erwischen. Jetzt haben wir hier so viele Gleise. Das wäre hier dieses zweite. Da würde ich das Gegensignal hier hin machen. Machen wir es doch glatt hier hin. Moment. Zack. Passt das? Dieses Gleis, dieses Gleis, dieses Gleis. Schwierig zu sagen. Ich brauche mal die Linie, dann wüsste ich's. So, da haben wir die Linien. Das ist noch relativ eingleisig, das Ganze. Ist das hier unsere Linie, die wir gemacht haben? Bretter-Lüdersburg. Jawohl, das ist sie. Funktioniert noch nicht so ganz. Ich bräuchte mal die Signale, damit ich sehe, was hier wie ist. Ach, ist natürlich eh falsch hier. Was habe ich denn jetzt hingestellt? Wie komme ich denn auf die Idee, dass das das Signal hier oder die Stelle für das Signal wäre? So, wir bräuchten das Signal, wenn, dann würde ich mal behaupten, hier. Hier außen. Zack. Und, ja, immer noch nicht zweigleisig. Warum das? Wir gehen ins falsche Gleis rein. Wir müssen das anders machen. Das ist die Lösung. Terminals. Die waren hier. Wir wollen nicht in die 2 mit den Brettern Lüdersburg. Ne, mit den Baumstämmen Köln. Wollen wir hier rüber. Das wäre dann eben die 1. Funktioniert nicht. Okay, die Linie funktioniert nicht. Baumstämme Köln. Moment, Baumstämme Köln. Jetzt habe ich ein Durcheinander. Ja, das sind die, die nach da gehen. Das ist klar, die blaue, die brauchen wir nicht. Wir brauchen die grüne. Aber wir haben keine grüne. Okay, warum haben wir denn keine grüne? Werden wir gleich mal kurz betrachten. Was hier nicht stimmt, also Strom hätten wir, daran kann es nicht liegen. Machen wir hier mal zu. Machen hier zu. Schnappen wir uns noch mal kurz die Linie. Da ist sie doch. Baumstämme Köln. Moment, machen wir das mal weg. Das verwirrt. Okay, das müsste doch hier eigentlich funktionieren. Hier ist das Signal, das geht hier runter, geht hier rüber und dann hier unten in dieses Gleis rein. Doch, jetzt hat alles seine Richtigkeit. Das passt definitiv. Gut, Signale haben wir. Ich würde sagen, wir kaufen die Züge, zuerst mal die hier oben und dann fahren wir mit dem mal noch runter. Das müsste von der Zeit her eigentlich noch reichen. So, dass wir hier den Zug kaufen. Moment, speichern, sicher ist sicher. Und wie gesagt, das gibt jetzt nicht ganz viele Züge, sondern das gibt lange Züge. So, deswegen haben wir die langen Bahnhöfe hingestellt. Ich möchte mal eben, statt dass wir 5-6er Züge haben, gerne lieber nur 2, aber die dafür dann entsprechend lang. Und das machen wir mit irgendeiner Cargo-Lokomotive. Wir schauen mal, was wir hier Schönes haben. Eine, die auch ein bisschen Power hat natürlich. Da stand gerade Cargo. Rheinland-Pfalz. Cargo, die haben wir natürlich leider schon alle. Hier, diese Rayon-Lok. 160 haben wir wahrscheinlich auch schon, sonst nehmen wir mal die hier. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Wahrscheinlich fährt sie da hinten rum. Wir nehmen die mal. Oh lala. So, da bin ich wieder. Das hat ja prächtig geklappt mit den Zügen. Nein, hat es leider nicht. Spiel ist abgestürzt. Zum Glück habe ich noch eine Sicherheitsspeicherung gemacht. Schwein gehabt, würde ich mal sagen. Also Lokomotiven, elektrisch, aber nicht mehr die andere, sondern irgendwas, was funktioniert. Wenn man jetzt gerade mal so wüsste, was funktioniert. Also die funktionieren hier alle, das ist ganz klar. Vielleicht mal wieder was von hier unten eher. Mal gucken. Von ganz unten vielleicht sogar, von diesem Bereich hier. Was haben wir hier denn noch Schönes? Lord, Nachfolgemodell, mehr für Güterverkehr. Hier, überwiegend im Güterverkehr. Okay, 140 km, das wäre doch okay. Die ist natürlich auch schön. Ja, okay, wir nehmen die. Ich hoffe, die funktioniert. Ich drück mal. Jawohl, da haben wir sie doch. Sehr schön. Güter, wir brauchen irgendwas, was Baumstämme transportiert. Und ja, vielleicht 140 km auf die Piste bringt. Das wäre dann hier oben eher. Da haben wir Baumaterial, Bretter, das sind leider keine Baumstämme, das heißt, das funktioniert nicht.
Baumstämme 120, okay. Wer bietet mehr? Baumstämme 160. Und hier haben wir noch Baumstämme 160. Nehmen wir die beiden. Machen hier gleich mal die Baumstämme. Nicht, dass da irgendwie dann noch Bretter mitgenommen werden aus Versehen. Kaufen da mal ein Teil. Jetzt haben wir gesagt, lange Züge. Das heißt, wir können noch ein paar Wagen mehr machen. Machen hier auch die Baumstämme hin. Okay, 210. Machen wir mal 300 Meter, würde ich sagen. Okay, haben wir vielleicht noch einen anderen? Aber nicht einen, der uns dann bremst. 160 Baumstämme. Okay, nehmen wir den noch dazu. Und machen noch ein bisschen was dazu. 336 Meter. Okay, die sind lang, die Teile. Wir nehmen mal nur zwei Züge. Mal gucken, ob das klappt. Es müsste eigentlich. Die Bahnhöfe, wie gesagt, die haben, glaube ich, beide 400 Meter. Linie zuweisen. Das wäre dann hier Baumstämme Köln. Zack. Und das müsste sogar klappen. Wir lassen mal laufen. Und jetzt werden wir hier natürlich noch mitfahren. Und in der nächsten Folge fahren wir dann mit den anderen Zügen noch mit, die dann die Bretter transportieren. Ja, schöne Lokomotive. Wow. Sehr nett. Sogar mit Textur. Wir hatten gerade gestern im Stream, gestern haben wir gestreamt, ja, den Post-TGW, der leider keine Textur hatte. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass der hier tatsächlich eine Textur hat. Die Wagen auch relativ cool, halt leer. Die hier auch, aber die sollten eigentlich auch gefüllt werden. Sobald wir hier dann die Linie haben, das wird noch ein Momentchen dauern, weil die wissen noch nicht, was wir mit den Brettern anstellen wollen. Da müssen wir erst unten beim Bahnhof noch was machen. Und jetzt steigen wir mal ein und genießen diese Fahrt über unsere neuen Brücken und entlang der Autobahn und so weiter. Ich habe jetzt natürlich wieder keinen Plan mehr, wie lange die Folge geht, nachdem das Spiel vorher abgestürzt ist, weil dann fängt natürlich die Aufnahme, also es gibt wieder eine neue Aufnahme, die schneide ich dann zusammen. Aber jetzt sind wir hier bei der Länge von 4 Minuten und das kann nicht sein. Also das kann schon sein, das ist dann halt eben die neue Aufnahme. Aber wie lang ging denn jetzt die alte? Ach, hätte ich mal geguckt. Aber ich glaube, wenn wir hier dann im Ziel angekommen sind, dann müsste die Zeit tatsächlich schon wieder vorüber sein. Das geht ja immer relativ schnell, leider. So, schön hier, gefällt mir. Mit den vielen Gleisen, mit der Brücke, das ist cool, das ist belebt, das ist genauso, wie ich es haben möchte. Mir gefällt das Außenrum immer noch nicht wirklich. Wir müssen noch ein paar Gebäude hinstellen. Wir müssen noch irgendwie, keine Ahnung, malen, Bäume hinstellen. Das werden wir noch machen, weil es ist zu grün. Es ist einfach zu grün. Definitiv. Gut, ab auf die Brücke. Das ist sozusagen unsere eigene. Wir haben dann ja da unten eine Brücke. Das ist dann nicht mehr unsere eigene. Da fahren dann noch andere Züge drauf. Und jetzt müsste eigentlich auch schon Tempo aufnehmen können. Das tut er auch. Ich möchte den dann noch von außen sehen irgendwann, weil der ist, wie gesagt, relativ lang. Und die Länge sehen wir ja nicht bei der Führerstandsmitfahrt. Dafür müssen wir aussteigen. Aber jetzt erstmal hier lang düsen. Er nimmt Fahrt auf und wird wahrscheinlich die 140 erreichen. Das ist ja schon mal schön. Ist ja auch relativ gerade ausgebaut, das Ganze. Also eigentlich fast klar, dass das funktioniert. Ha, und völlig ruckelfrei. Ich liebe diesen Performance-Patch. Jemand hat doch geschrieben, dass bei ihm der Performance-Patch das Ganze verschlimmert hat. Dann liegt das wahrscheinlich daran, dass der PC oder das Laptop einfach schon mal nicht wirklich reicht, um das vernünftig darzustellen. Da kann der Patch dann halt leider nicht viel dafür. Also da hilft dann beim besten Willen nur, den PC aufzurüsten. Weil man sieht, glaube ich, jetzt zum Beispiel eben genau hier, wenn der PC halbwegs flott ist, dann ist das, ja, das ist eine Verbesserung zu 100%. Also das ist schon was ganz anderes wie vorher. Wenn es nichts bringt, dann liegt es wahrscheinlich wirklich an der Kiste, auf der das Spiel installiert ist. So, wir düsen hier rein. Dann geht das hier vorne auf das Viadukt drauf, genau. Da kommt uns noch der Ciruno entgegen. Cool, das gefällt mir. Wenn man so ein bisschen von oben runterkommt und der Zug, der einem entgegenkommt, dann eher unten durchgeht. Ja, schwierig zu erklären. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn das Ganze eben nicht flach ist, sondern das Ganze auch ein bisschen von oben nach unten geht. So, jetzt haben wir noch 70. Das heißt, ja, da müssen wir halt ein bisschen... Jetzt habe ich hier aber doch das Signal falsch gestellt, sehe ich gerade. Was habe ich denn da für Signale gesetzt in der letzten Folge? Das muss ich mir nochmal kurz ansehen. Weil, ja, wir bauen hier natürlich auf dem, doch auf dem zweiten Gleis das Signal, nicht da außen. Also da außen brauchen wir es auch für die andere Strecke. Haben wir da die Signale eigentlich schon gemacht? Ich glaube nicht. So, jetzt steigen wir mal aus.
weil ich möchte den Zug noch sehen. So, er ist zwar noch nicht beladen, aber das ist doch eine staatliche Länge. Also irgendwie habe ich dann durcheinander mit den Signalen gehabt in der letzten Folge. Da hinten sehen wir, wie es geht. Der ist auch gerade mit Holz unterwegs, so wie es aussieht. Hast du Holz dabei? Ne, das ist Baumaterial. Okay, sah ein bisschen aus wie Holz. So, man sieht, der passt hier rein. Bestens. Jetzt hat er natürlich noch nichts abgeliefert. Jetzt brauche ich nochmal kurz, zack, hier oben die Signale. Weil jetzt wollen wir auch den zweiten Zug natürlich dann noch dazu nehmen. Signale, Signale, Signale. Jetzt schnell gucken, das wäre dieses Gleis. Da brauchen wir eben das Gegensignal. Hier werden es dann eben ein paar Gleise mehr. Moment, die Linien. Hier die grüne. Okay, so funktioniert das auch. Dann machen wir hier vorne dieses Gegensignal hin. Zack, jetzt ist es richtig. Das hier ist natürlich auch nicht falsch, aber das kann ja auch noch nicht zweigleisig sein, weil hier vorne natürlich das Signal noch fehlt. Jetzt signalisieren wir die andere Strecke. So, jetzt müsste eigentlich eh schon zweigleisig sein. Sehe ich das richtig? Jawohl, das funktioniert schon. Okay, dann geht das hier weiter. Dann machen wir das gleiche, würde ich vorschlagen. Von wegen nicht allzu viele Züge. Was machst du denn hier? Bin ich hier falsch? Ach, wir müssen hier lang. Nicht allzu viele Züge, dafür auch relativ lange. Das geht dann hier rüber. Hier rein. Doch, doch, das hat schon seine Richtigkeit dort. Also hier so ein Teil. Und hier hinten. Jetzt habe ich vergessen. Um Gottes Willen. Jetzt habe ich doch tatsächlich vergessen, dass das Spiel abgestürzt ist. Ich dachte, das ist eine neue Folge. Wir sind schon wieder viel zu lang. Ich mache ja noch das Gegensignal hin. Zack, jetzt werden wir natürlich nicht mit dem Zug mitfahren, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Und dann nehmen wir aber einen Zug, ja, wo die Lok auch funktioniert und nicht beim ersten Mal dann abstürzt. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.